Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, soll ich es Klassiker nennen? Ich weiß es nicht. Ich bin euer Mr. Venom 1974, wir sind bei Bar Games und weil dieses Spiel so gigantös ist und im wahrsten des Wortes die Wahrheit auf dem Grunde liegt, ist an meiner Seite der Großartige, der Alleskönner, der Amiga-Veteran, der Starkiller vom Telespiel-TV-Channel. Ja, ich halte schon meine Dollarscheine in der Hand. Ich mach's ja fast umsonst, aber das ist ein anderes Thema. In diesem Spiel geht es, ich sage mal, es gibt 5 Events. Ich habe es nur gesehen, ich habe es selber noch nicht gezockt. Das heißt sozusagen, für die Leute, die mir wissen wollen, ist das blind? Ja, ich habe 3 Punkte auf dem Arm. Deswegen, ich bin gespannt, was das ist. Es gibt tolle Events. Ein Event, abgesehen davon, dass diese Version natürlich einen Kopierschutz besitzt, den wir beherrschen. Wie nenne ich mich da jetzt einfach mal? Pff, was ist so der typische Barname? Barney, wie wär's denn damit? Ah, geil. Oh, yeah. Oh, Prost. In dem Sinne. So, wir haben 5 Events. Lions Dice, Wet and Wild, Last Call, Air Hockey und was ich auch total geil finde, Pickup Artist. Das sind so Spiele, die glaubt man gar nicht, dass sie existieren. Wir fangen natürlich an mit dem Liars Dice. Also Würfel und Lügen. Gut, könnte man sagen, nennt man vielleicht auch eher, aber Press Return to Play Dice. Ja, gut, das kriege ich hin. Was setzen wir denn mal ein? Schau uns das mal an. Komm, wir fangen erstmal an, weil ich muss erstmal klein anfangen. So, es wird gewürfelt. Okay, es wird gesetzt, ob das einmal eine 2 dabei ist. Kann ich das irgendwie, genau, ich kann das ändern. Ich biete 3-mal die 1, weil ist ja schon mal da. Ich frage mich. Hätte ich doch mal in der Schule aufgepasst, hätte ich nicht in diesem Scheiß-Game sein müssen. Ich frage mich. Ja, sie ruft mich an. Eigentlich heißt das doch nur sonst I call, aber ist egal. Mhm. Gott, komm. Ja, ich habe vieles verdient. Den hast du dir verdient, ja, auf jeden Fall. Gut, das ist aber jetzt auch nicht so wirklich schwierig. Sollen wir mal richtig, komm, gehen wir mal richtig auf die Vollen, komm. Gehen wir so richtig aufs Ganze, ne? Komm hier. Kleine Scheiße kann jeder. So, 2 Fünfer sind da. Ich riskiere mit 2 Fünfer. Oh, da gibt's sogar 3. Boah. Vor allem, ich finde auch die Klamotte von der alten ganz gut, ne? Das tragen eigentlich nur irgendwie so Rollenspiele auf diesen komischen Events, ne? Aber ist egal. Ja, ich weiß nicht, das hat da so was Ritterliches irgendwie. So, sie bietet 3 Vierer. Ja, komm, dann gehen wir mit 3 Fünfer drüber. Ja, richtig, 3 Fünfer. Da guckst du mal. Mhm. Da guckst du ja tatsächlich. Na, jetzt habe ich sie verwirrt. Ja. Das ist also. Könnte es wieder anfangen mit Klischeewitzen, aber ich lasse es. Ah, mal gucken, ob wir blöffen. Nein. Ja, das war wohl nix. Ja gut, hier haben wir auch keine 3 Fünfer. Mhm. So, nehmen wir nochmal gleich ein Paket. Ach komm, machen wir nochmal 50 glatt. So. Ja. Ja, das sieht vielversprechend aus da unten. Ja, dann sage ich doch einfach mal, ich tippe jetzt mal einfach ganz absurd. Obwohl, ich glaube, jetzt tippt sie mal zuerst, habe ich das Gefühl. Ja, 2 Sechser ist mir auch vollkommen egal. Mhm. Das interessiert mich doch einen Wurst. Ihr habt 3 Zweier. Das glaube ich. Sonst wärst du auch nicht in diesem Top-Titel. Ich bin müde zu denken. Ich biete 3 Sechser. Ja, glaube ich dir nicht. Nee, ich will nicht bieten. Dann call ich einfach mal. Ja, gewonnen. Juhu. Wie, ich habe verloren. Hm? Hä?
Das ist übrigens auch genial. Kapierst du die Regeln davon? Ich nicht. Nee, weil eigentlich geht's ja darum, ne? Wer hat was, aber... Zwei Zweier. Ja, ich habe nix. Das ist, glaube ich, eine spannende Runde. Ja, da war super das Spiel. Das war großartig. Oh, fantastisch, ja. Nein, ich möchte nicht nochmal. So, das war Liar's Dice. Ihr seid gespannt, ne? Wet and Wild machen wir als vorletztes. Air Hockey oder Last Call? So, erst Air Hockey. Machen wir erst Air Hockey. Ich habe nur gelesen bei der Beschreibung, unglaublich beschissene Controls. So, Round with Clyde. Ich bin mal gespannt. Was kann denn der Clyde? Ja. Das ist ja wohl einer von unseren Obernerds, glaube ich. Das ist richtig. Also ist, der... ist es nicht der Sheldon? Also auf jeden Fall, selbst der Angry Video Game Nerd sieht nicht so komisch aus wie der da. Boah, jetzt wäre ich aber hier... Da hast du ja mal mächtig zu tun gerade hier. Ja, den mach ich platt. Mach ich platt. Und wenn das Video 2 Stunden dauert. Dann dauert es halt 2 Stunden. Dann gibt es halt das Video in 5 Teilen. Ah, gewonnen! Hier, yeah, komm. Guck's mal, hey. Clyde, ne? Wer hat 2 Daumen und ist cool? Ja, du nicht. Ja, komm, mach weiter. Indoor Sports hatte auch ein schönes Air-Hockey. Und natürlich, klar, Shufflepuck-Kaffee. Mhm. Ich glaube, Shufflepuck hat es ja dann quasi so richtig ins Extreme gebracht, dieses Air-Hockey. Hehehe, hat er noch einen Punkt. Hier, guck mal. Du doof. Ja, komm, Spiel. Aber da erinnert mich tatsächlich an irgendeine Figur von Shufflepuck Café. Ich weiß bloß nicht, wie die heißt. Da gab es ja auch so. Ich glaube, war das der Trainingsfritze, der so der totale Nerd war? Dieser eine Milchbubi dort, aber ich weiß nicht, wie der hieß. Ich glaube, das war der, gegen den, glaube ich, jeder gewinnen konnte. Mhm. Ab 3. oder 4. Runde habe ich, glaube ich, nichts mehr auf die Kette gekriegt, das weiß ich noch. Am schönsten fand ich noch die alte hier mit der Telekinese. Das fand ich noch am besten. Stimmt, ja. Gut, die hat aber auch so eine sehr erotische Ausstrahlung. Ja gut, aber Erdo ja auch. Also. Nicht wirklich. Meine Damen und Herren, ich weiß, es gucken uns ohne Ende Frauen. Gut, statistisch nicht, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Das ist doch... Lacht er mich gerade aus? Hör mal, mein Freund. Noch war das alles im Netten. Gleich knallte er auch den Ball, aber hier mitten durch deine Fresse. Da ist aber zappenduster. Es steht ja nirgendwo im Regelwerk geschrieben, dass dieser Puck da die Tischoberfläche nicht verlassen kann. Auch weiß ich nicht. Das haben ja Amis erfunden. Die sind ja regeltechnisch noch wahnsinniger als wir. Obwohl Engländer sind ja auch so geil drauf. Die haben ja auch schon so 20.000... Der grinst tatsächlich, ne? Wie so ein... Ich glaube, da muss ich erstmal anstrengen, aber wirklich. Also, das geht ein wenig gegen meine nicht vorhandene Ehre. Mhm. Aber ich kann dann bei Wet and Wild, kann ich alles wieder rausholen. Das war das, was ich gesehen habe. Also, für die Leute, die das wissen, was dieses Spiel bietet. Ich möchte mal gleich eure Reaktion, der hat ausgeglichen, ne? Ja, das sehe ich auch so. Irgendwas machst du wieder falsch. Ja, ich bin, er hat mich eingenullt. Hier, guck mal, guck mal. Guck mal, wer liegt ein hinten? Ass. Guck mal. Macht der Clyde aber richtig Oberlippe. Ja. Jetzt grinst er wieder. Sagte Mr. Venom und blamierte sich wieder. Da grinst er wieder wie gerade irgendjemand, der seine dritten gerade hier mit Grano Fink eingerieben hat, also. Und sich gerade ein Ast freut. Guck mal, jetzt kannst du wieder Lippe ziehen. Oh, wie ärgerlich. So, komm, noch 2 Punkte. Ich will den Clyde heulen sehen. Kommt bestimmt seine Mami. Soll ich noch einen schlechten Witz machen? Das ist auch die, die ihn angezogen hat. Ja, ich wollte gerade sagen, die hat ihm das Achtung Clyde gegeben.
Obwohl das wäre sicherlich sehr vortrefflich. Ich denke, er ist so ein Typ für Pink. Guck mal, ich hab Matchball. Jo. Also wenn die Anzeige hier stimmt. Ohne Gewehr. Hahaha, kannst du das auch? Gewonnen! Jawohl. Gewonnen! So, gibt's da tatsächlich noch eine zweite Runde? The second round. Wie, wieder mit dem Deppen? Zeit. Ist der jetzt besser? Wir gucken mal, ob der besser ist. Na, guck mal hier. Ne? Na, der schaut jetzt wenigstens mal auf den Puck. Da kriegt er schon Halsstarre. Ja, es hilft ihm aber auch nicht. Vielleicht mal einfach neu zum Optiker, neue Brille. Ja, so eine 70er-Jahre-Brille bringt doch auch nichts mehr. Obwohl, das ist ja jetzt wieder hochgradig modern. Also. Stimmt, alle 40 Jahre wiederholt sich das. Er grinst schon wieder. Ich habe Menschen damals wehgetan mit so einem Grinsen. Notfalls auch am Airhockey-Tisch. Für die Leute, die jetzt überlegen, oh, ist das ja, hier ist ja ein frillende Unterhaltung. Es kommt noch. Wet and wild. Und ich sage, das ist mehr wet als wild. Mhm. Uhuhu. Holla, holla, holla. Na, komm. Na? Aber was ist denn nun? Na, jetzt ist aber spannend hier, ne? Das ist ein sehr langer Ballwechsel. Irgendjemand wird doch gleich mal aufgeben müssen. Uah, das war doof. Das war klar. Ja. Schön, dass ich nichts dazu sagen muss. Es war auch wirklich doof. Also ich muss jetzt hier mal ganz ehrlich sagen, das ist nicht wirklich pfiffig gewesen. Auf einer Skala von 0 bis 10 war das eine minus 5, aber... Mindestens. Ah, guck mal. Guck mal. Ich mach dich platt. Uah. Das war nicht so viel Glück. Ja, gut. Da mache ich mir keine Sorgen, weil Gott ist ja mit den Doofen, also da kann ich immer drauf setzen. Na komm. Naja, aber ich denke schon, dass er ein bisschen besser ist. Wobei, da hätte man auch noch andere Gegner machen können. Ich kritisiere das mal, liebe Freunde von Accolade. Wenn ihr mal ein Remake macht. Zeitalter der 500.000 HD-Remakes. Dann, aua. Gut, bei einem Remake würde ich mir dann besonderes Detailreichtum bei einer bestimmten Disziplin wünschen. Du meinst natürlich ganz klar das, was wir gleich zeigen. Genau. Weg. Aber freut euch noch auf den Pickup-Artist. Da habe ich nur Bilder von gesehen und dachte ich mir, oh mein Gott. Eine Dating-Sim in so einem Bar-Game, das brauche ich natürlich schon. Ja gut, das gehört ja natürlich dazu. Du gehst in eine Kneipe rein, siehst du so ein Mädel da sitzen und musst erstmal anmachen. Das gehört dazu. Ja, aber dafür ist doch Wet and Wild da. Eigentlich müsstest du zuerst Pickup machen und dann Wet n Wild, weil das wäre, glaube ich, eher die richtige Reihenfolge. Okay, dann extra für dich mache ich das so. Extra für... Wow! Ich spiele ein wenig seltsam, wenn ich das mal sagen darf. Ich hab auch irgendwie nicht so... lässt du dich da von dem einlullen. Uah, doch, tue ich. Machen einfach sein charmantes Blendax-Lächeln. Das macht mich fertig. Das macht mich echt fertig. Das macht mich echt fertig. Mach mich fertig! Wenn er gewonnen hat, schenken wir ihm dann so eine schöne Packung Cookie Dent. Die wird er dann brauchen. Ja, ich könnte ja böse sein, wenn ich mit ihm fertig bin, hat er die Zähne flat. Ja. Dann greift die Zahnbürste ins Leere. Und die Zahnfee hat auch nichts mehr von. Könnte ich wieder Freunde machen. Ich habe ja den einen oder anderen hier letzten Dwayne Johnson Fan, ja?
Hier, Zahnfee, immer für mich der absolute Disney-Unfilm mit The Rock. Ja. Hat er sich... Was mach ich denn? So, jetzt wird's aber, jetzt muss es aber doch mal hier zur Entscheidung kommen. Dann mal hin, du hältst dich jetzt noch recht wacker. Ja, das hast ist ja noch eine Chance. Ja, gut. Wenn auch eine kleine. Ja, eine schwindend kleine. Ja, ich habe jetzt ein paar Matchbälle gegen mich. Ja. Zum Glück habe ich auf Kleid gesetzt. Ich glaube, das war eine weise Entscheidung von dir. Mhm. Dann sage ich nämlich auch, dass ich deswegen auch extra verliere, weil das ist ja wie beim Boxen, da weiß man ja auch, wer gewinnt. So, ja, schönes Spiel, großartig. This is your final round. Wie? Ach, da spielen wir auf drei Sätze, oder noch was? Noch einmal. Okay. Wird er noch mal besser, oder wie? Das verstehe ich ja nun gar nicht. Was ist das denn für ein Unsinn? Leute, das ist kein Tennis. Nee, nicht. Auch wenn man es leicht verwechseln könnte, aber nee. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay, haben wir noch einen dritten Satz. Ja gut, aber dann dürfte ja wohl Ende sein, wenn der Final steht. So. Dann freuen wir uns jetzt einfach mal auf den Final Countdown. Ich weiß nicht, ob 80er Jahre Glamrock hilft. Das lenkt dann vielleicht ab. Das ist auch so geil. Das kann man übrigens auch total auf Partys totalen Gag machen. Nennen Sie einen zweiten Hit von Europe. Dauert. Dauert. Ich glaube, die hatten noch irgendeine so Kackballade, glaube ich, was noch in den Charts war. Carrie. Ach ja, stimmt, genau. Genau. Und nein, ich schäme mich nicht, es zu wissen. Ich war jung und unerfahren. Ja, solange du nicht sagst, dass du noch Marillion-Platten hast oder so, dann... Gut, von Marillion kenne ich ja nur zwei Lieder. Das ist so, das ist so die Steigerung, das ist dann natürlich nicht mehr so ganz meine Altersgruppe, aber auch die Steigerung, nennen sie Lieder von Thin Lizzy. Das ist auch total spannend. Das Traurige daran ist, ihr könnt es tatsächlich auch noch eins nennen. Ja, The Boys Are Back in Town, höchstwahrscheinlich. Ja, genau. Das war's dann. Ich kenne bestimmt noch ein anderes, ich weiß dann nur nicht, dass es von denen ist. Das ist so, wenn du mehr Lieder von Mickey Krause kennst als von denen, dann weißt du, irgendwas ist komisch. Dann bin ich ja froh zu sagen, dass ich relativ normal bin, was das angeht. Ja gut, du bist ja aus einer Gegend, da tritt ja nicht alle zwei Minuten in irgendeiner Halle auf, aber... Ja, das ist richtig. Da hatte er bei uns Einreiseverbot. Oh, ach, ich kann auch hier. Ach so! Ich habe auch so eine Art Feuerfunktion. Ah, da kannst du da nochmal schmettern, oder wie? Ah. Wie gut, dass ich das hier im letzten entscheidenden Satz rausfinde. Na, immerhin lieber jetzt als danach. Jetzt bist du platt, ne? Ich meine, das ist ja ungefähr so, als würdest du bei Street Fighter im letzten Kampf rausfinden, dass du auch schlagen kannst. Ach, das kann man. Habe ich mir sagen lassen. Hadouken! Ich habe das ja in einem YouTube-Video gesehen. Da waren sie eigentlich nur Hadouken! 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 Kaioken! Ah, ne, das ist falsch. Falsche Serie, Entschuldigung. Nee, das war der andere. Ja. Das ist übrigens auch mein Lieblingsgag ist so war ich ein riesengroßer Dragon Ball Z oder Dragon Ball Z Fan war, ich habe bis heute noch nicht verstanden, dass jedes Jahr irgendein Dragon Ball Z, sage ich jetzt einfach mal, Game rauskommen muss, weil es ändert sich nichts an der Geschichte. Das stimmt. Aber so haben wenigstens ein paar LPler Möglichkeit, wieder ein neues Projekt zu starten. Das ist richtig, aber das ist das, was ich, das ist ja noch unsinniger als jedes Jahr ein neues Call of Duty. Oder fast genau unsinnig wie jedes Jahr ein neues FIFA.
Ja gut, sind ja jedes Mal neue Spieler. Ja, die haben halt eine Haarsträhne mehr. Beziehungsweise weniger. Darauf warte ich noch, auf die Classic Edition. Spielen sie die Bundesliga 1960 nach. Ja, als genau. Kostenpflichtigen DLC natürlich. Natürlich. So logisch. Spielen sie als Günter Netzer. Mit Originalfrisuren. Mit Original-Betonfrisur, genau. Und erleben Sie, wie er danach von seinem Sponsor die Haare abgeschnitten kriegt. Aber nur gegen Geld. Natürlich, für einen guten Zweck. Ich würde mich für einen guten Zweck auch von meinen Haaren trennen. Das machen wir als Video. So. Oh, ich habe Barney hat verloren. Oh. Nein, Barney möchte ich nicht nochmal machen. Nein. So, last call. Die letzte Runde. Mhm. Mal gucken, ist das so ähnlich wie Tapper? It's Tuesday night, natürlich, Dienstagnacht, wann sonst? 8 Uhr. Der arbeitet nur eine Stunde? Von 8 bis 9 für genau eine Stunde? Und muss 8... So. Naja, immerhin, das ist auch ein guter Job, finde ich. Okay. Das war wohl ein wenig zu weit. Der kann auch selber greifen, der Clown oder was. So. Na, immerhin, einen hast du geschafft. Bisschen will ich aber auch haben. So, du kriegst jetzt ein bisschen mit bei Power. Genau. Dann macht es ja auch optisch Sinn, aber es funktioniert hier leider nicht so gut. Macht ja Sinn, das macht ja echt Sinn. Hm? Boah, was sind das denn für Flaschen hier? Das sind alles die geborenen Basketballer. So, komm. Hat Blondie? Ja, die... Ja. Oh! Die 5 Meter schafft Blondie nicht? Ah! Das können nur Amis sein. In Deutschland würde man für ein Bier töten. Okay, das war zu wenig. Ja, großartig. Kannst du nicht mal eine Minute warten? Nee, ist klar. Der schöne Gerstensaft. So eine Verschwendung, alles wegschütten hier. Ja gut, ist wahrscheinlich Bud, da interessiert es dann eh keinen. Ja gut, stimmt auch wieder. So, nimm die Pulle. Ja, nö, ist klar. Also es steht schon ein kleiner Unterschied zwischen nehmen und einfach vorbeirasseln lassen. Nee, ich muss mich in Zentimeter bewegen. Nee, das mache ich nicht, ich bin Kunde. Das ist so wie im richtigen Leben, ich bin Kunde, ich bewege mich nicht. Genau. Wenn Sie wollen, dass ich das will, dann machen Sie das jetzt auch. Mhm. Ach, deswegen ist das. Der eine greift da hin und dann wird's... Oh. Oh. Also, ich sag's mal so. Wirklich geil ist dieses Minigame nicht. Ja, also ich weiß nicht, ich bin total geblendet hier. Vielleicht liegt es auch einfach an dem vielen Bier, was ich bis jetzt hier wegschütten durfte. Oh, ich habe mal nicht meine Quote erfüllt. Oh. Dafür musst du morgen nicht arbeiten, das ist frei morgen. Oh. Ja, schickt mir Antwortvideos. So, Pickup Artist, natürlich. Willkommen bei der wunderbaren Flirtschule. Hallo. Natürlich ist jetzt Mittwochnacht. Klar, er hat ja jetzt ne, keinen Job. Mhm. Genau, du hast eine Nachricht von 3 Mädels. Genau, genau. Ich hab dich an der Bar gesehen. Ich trage eine Blume. Finde mich, bevor der Laden schließt. Hat schon ein bisschen was von Stalking. Ja, und wahrscheinlich haben sie jetzt alle eine Blume. So, was hättest du denn gern für eine Präferenz?
Ja, nehmen wir die rechts. So. Nehmen wir mal. Natürlich, wie man es auch machen soll, ich rede grundsätzlich über exotische Urlaubsgegenden. Schrecklichen Tang, ich freue mich. The Skin of a Polynesian Prinzessin. Ach du Scheiße. Okay. Ja, das war wohl nicht so schön. So. Es ist übrigens auch schön, dass man hier nicht kontrollieren kann, sondern es ist random, ne? Ah, so. Also muss den So. richtigen Zeitpunkt dann Komm, Knopf extra für dich, drücken. Rio de Janeiro. Oh. Genau, da war ich in Rio. Ist schön da. Okay. Ja. Habe ich da die Schafe selber? Okay, sie ist. Sie hat wohl die Schnauze voll von dir. Okay, das war nicht gut. Dann nehmen wir natürlich erst die Linke und die Quotenblondine machen wir zum Schluss. So, jetzt reden wir natürlich, weil damit kennen wir uns ganz groß aus, über die letzte Schwimmkollektion. Genau. Where a Venus One Piece in Scuba. Oh. Boah, was sind denn das für Anmachsprüche? Boah! Alter! Alter! Ich möchte mich persönlich im Namen der Männerwelt für diesen Idioten entschuldigen. Mein Gott. I'm psyche too. A little creep. Okay. Das ging Okay. schnell. Das war nicht schnell. Dann sollten wir jetzt mal über den Stock Market reden, natürlich. Natürlich, mit der Blondinen wohlgemerkt. Natürlich. 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 Ja, genau. Ja, ich bin heute wirklich mal einen heißen Tipp, um Excalibur Software zu bestellen. Ich gehe davon aus, das sind die Hersteller dieser tollen Software, ne? Stock Market. Bores me to tears, ja. Langweilt mich zu Tränen. Okay, das war nicht so erfolgreich. Oh. Donnerstagnacht. Ja. Kleiner mal probieren. So, komm, jetzt machen wir es in einer anderen Reihenfolge. Also. Das sind aber tolle Möglichkeiten, die man hier hat, ne? Das ist das Gleiche. Ja, leider hat Skype ein bisschen was dagegen gerade, dass ich sehe. Vor allem, man hat hier so unglaublich sensationelle Möglichkeiten, kann das sein? So, sprechen wir mit ihr über den Stock Market. So, hype the bulls of a year on entry port. Okay. So, ja. Ja. Haben wir noch eine Chance? Klar, natürlich, dann kommen wir Freitag nochmal wieder. So, jetzt müsste ja eigentlich alles, was übrig bleibt, funktionieren. Eigentlich. Und beachtenswert, es sind wieder die drei gleichen. Ja, genau. Jetzt die Frage, ob Ah, man genau, gut du bist ist. knapp. I scuba dive. Demonstrate your psychic talents. Oh, siehst du, ich bin weiter. Natürlich. Ich lehre. Und schreibe natürlich Kinderbücher. You gave me a C? Well, your approach gets an F. Okay, du hast mir damals ein C gegeben, aber dein Versuch dieser Anmache war ein F. Also Note 6 auf Hochdeutsch. So, wir waren schon mal weiter. So, was haben wir mit der Hasenkröte denn noch nicht gemacht? Komm, das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ja, you should pay for doing this. Okay. Das war's nicht. Ich bin jetzt Profi des Stock Market. Ja, das war's auch nicht. So, jetzt ist aber hoffentlich Ende. Natürlich ist es Samstag. Ich glaube, Fünf Ta das geht jetzt so lange, bis du es geschafft hast. Also Boah, 4 Wochen Alter, oder das so. ist doch unglaublich. Das glaubt doch kein Mensch. So, komm hier nochmal Exotic. Ich mache das jetzt komplett random.
Man finde ja auch interessant, dass die Mädels immer das Gleiche anhaben. Ja, gut, das ist klar wie in echt. Ja. Sehr realistisch alles. Mal gucken, meinst du, der kommt noch Sonntag noch oder hat der Laden Sonntag zu? Oh! Ich bin Oh. weiter. Gold Flux ist total lustig. Ich weiß nicht, wer AB Mutton ist, keine Ahnung. Ich kenne die alle nicht. AB Mutton. Niemand hört auf AB Mutton. Und tschüss. Okay. Auch Stock Market. Ist großartig. Habe ich Ihnen schon was erzählt von Aktien? Ja, habe ich wohl. Ja, das machen wir sicherlich nicht nochmal. Nee. Boah. So, liebe Ich meine, an Freunde, Spannung ist kaum zu unterbieten. ihr habt es ertragen und jetzt sind wir dabei. Wet and wild. So. So, und unsere Aufgabe ist, ja, wie nennt man es politisch korrekt? Die Dame zu befeuchten. Ich würde sagen, einen Brand zu löschen. Oh, die ist so heiß. Da hilft nur Wasser. Uah. Ja. Ihr sitzt bestimmt jetzt da vor dem Video und denkt, nee. Und genauso habe ich beim ersten Mal auch geguckt und dachte mir, nee, das gibt es nicht. Doch, gibt es. Dinge gibt's, die gibt's nicht. Also ohne Witz, das ist ein Spiel, das würde, glaube ich, heutzutage keiner produzieren. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist ausnahmsweise was Gutes. Man ist relativ schnell vorbei, das ist das Beste dran. Ja gut, so wie ich spiele, das spielen wir jetzt komplett durch. Wisst ihr, ich krieg sogar Freieimer. Malle. Sangria. So, das ist Scarlett. Scarlett O'Hara oder Johansson? Ja. Das war jetzt ein Volltreffer. Ach, da gibt es auch noch unterschiedliche. Na, oh, natürlich ist er fast wie Moon. Na, komm. Ah. Aua! Ach, das ist die Ach, Lampe. Geil. wollte ich gerade fragen, ja. Das ist ja geil. Das bringt doch mal so ein bisschen Strategie in das Ganze hier. Boah, ist ja voll Event-Charakter. Lampe. Er hat Lampe gesagt. Lampe. Ja. Ja, das ist das ganze Spiel übrigens. Also man schüttet Wassereimer auf. Meinst du, die sind da angestellt? Meinst du, die machen das freiwillig? Werden Die gezwungen? machen wahrscheinlich alles fürs Fernsehen. Ja, also denkt dran an den Aktienkurs von Excalibur Software. Jetzt könnte ich wieder meinen Witz machen. Ist das nicht früher mal ein Mann gewesen? Möchte da keine Gerüchte streuen? Oh, Was ist was das denn? passiert denn da oben? Ach, mach die mit! Nee, die schmeißt die Eimer weg. Was ist das denn? Bist du denn für eine Emanze? Was soll das Mädel denn sonst machen? Flaschen sammeln? Er macht sich lieber hier feucht. Ja, es bringt uns eine schöne Abkühlung bei den Temperaturen Ja, gerade. das ist genau, weil es sind heiße Temperaturen. Ja. Wir zeigen das Video absichtlich im Winter. Boah. Noch nie hat Wasser jemand so gut getan wie der Alten da. Dann sieht das Bild nicht mehr so aus wie ein Kerl. Wo läuft denn? Ach, da ist die Zeit. Okay. Na komm. Nächster Na. Level. Unglaublich. Jetzt schon ein bisschen schwieriger. Jetzt bin ich mal gespannt, was da noch als nächstes eingebaut wird. Wer übrigens hier beim Contest mitmachen will und Antwortvideos schicken will, natürlich eure Chance, ne? Weil das ist doch genau eure Kragenweite. Ist das jetzt Lola und ihre Schwester? Aua. Wenn du jetzt einen Witz machst mit Lola rennt, kriegst du einen Lolli. Da rennst du.
gucken Sie heute noch bei, was weiß ich, XY. Hast du nicht gesehen? Lola duscht. Die interaktive, feuchtfröhliche Spielshow. Vor allem das Lustige ist, RTL 2 wird wirklich sowas machen. Ja, ja, moderiert von Hugo Egon Balder natürlich. Ich fand die Zitrone immer noch toll. Heute ist die Zitrone ja bekannt als Cindy von Marzahn, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist eine traurige Geschichte. So, komm. Hier. Komm, das schaffst du noch. Ach, die will nochmal. Na, wer kennt das nicht? Spannend. Spannend bis zum letzten Tropfen. Ja, boah, geschafft. Super. Wir sind im nächsten Level, ne? Mhm. Boah, Alter. Das sind nochmal Spiele. Das ist mal was richtig Originelles. Ja, sag mal hier. Es ist freut sich Bambi. Jeder Mann über sowas. Bambi. Weil sie so Rehaugen hat, oder was? Bambi. Es gibt Games, die sind seltsam. Und dann gibt es das. Ach, die schmeißt da... Ach klar, ich schmeiß mit Gewichten. Ist klar. Ja, klar, ist ja ganz normal. Auch mit Geldsäcken. Kann man hier einsammeln? Bist du sicher, dass es Geldsäcke sind, nicht Müllsäcke? Das weiß ich nicht. Ich bringe Müll selten raus. Schon wieder. So, auch Bambi, auch Bambi haben wir. Mein Gott, jetzt sieht man die Rehaugen komplett. Ich bin beeindruckt. Oh, Sherry. Hat wahrscheinlich auch vom Gleichnamigen ein wenig zu viel gehabt. Ja. Sonst würde man hier nicht mitmachen. Aua. Aua. Das ist übrigens ein kleiner Hinweis für euch. Strom und Wasser ist nie gut. Hm. Scheiß Kombination. Ist ein bisschen ungesund. Ja, deswegen also nie mit dem Föhn in der Badewanne irgendeinen Blödsinn machen. Naja, zumindest nicht, wenn du auch in der Badewanne gerade drin bist. Sei denn, ihr wollt euch auch von anderen Familienmitgliedern verabschieden, dann geht das. Hm. Man steht jetzt zufällig eine Erbschaft an, kann man sich dann noch überlegen. Das Game kennst du doch wahrscheinlich auch noch, die Erbschaft, ne? Ich habe mal davon gehört, ja. Das hat er selbst nie gespielt. Ah, dann, na gut, dann muss ich dir das doch mal vorführen. Jetzt drehen wir aber vollkommen durch. Mhm. Oh! Ich bin hier der Typ für die letzten Sekunden. Carmella. Ja. Alles alte Carmella, ja. Lauter olle Carmellas. Achso, Blondie schmeißt wieder nur irgendwie die Eimer runter. Ist klar. Oh, ja, ist klar. Ja, jetzt werden sie mal hier ein bisschen wählerisch, kann das sein? Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Die kommen langsam dahinter. Ja, ist auch bei Kandidat 7 kann man auch wissen, wo es lang geht. Ich habe, glaube ich, nicht mehr so viel. Nee, das wird jetzt ein bisschen knapp. Ich glaube, das war's. Ja. Ja, Game Over, ne? Game Over, man! Game Over! You are a pro! But the last contestant... nein, das möchte ich nicht nochmal. Ja, ich lass dich mal deine letzten Worte sozusagen verlieren. Das war Bar Games und ich denke, du bist beeindruckt. Ich bin total beeindruckt. Ich wusste ja gar nicht, was man alles in so einer Kneipe anstellen kann. Ja. Gut, mein letzter Kneipenbesuch ist auch schon eine Weile her. Und die Kneipe, die ich kenne, da waren Mädels eher selten zu sehen. Von daher hat sich jetzt gerade eben bei mir eine Wissenslücke geschlossen.
Das glaube ich. Also, Liars, Dice, dieses komische Würfelspiel, ja, würde man heute als Flash-Minigame machen. Wet and Wild ist so absurd. Das gibt Davon es sicherlich als Flash-Game. Fanpage. Last Call, ja, Tapper für Dove. Nee, auch nicht so geil. Air Hockey gab es auch schon 27 Messer und Pickup Artist. Schickt mir, wenn ihr irgendwelche sagt, ich zocke Dating Sims. Ich habe da keine Skrupel, aber das ist... Oh, das sind schon Sprüche wie eingeschlafene Füße. Also, da kann man sagen, auch hier ist ein Grund, dass die Evolution sich nicht immer vermehren muss, auch ein Vorteil. Ja. Ja. Also nicht jeder Fortschritt ist sinnvoll. Genau, manchmal ist ein Fortschritt auch Gott sei Dank ein Rückschritt. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Das war Bargames. An meiner Seite der großartige Telespiel-TV-Channel Starkiller Gott himself. Abonnieren, toll finden, liken, groß finden, heilig sprechen. Und wenn ich kurz anmerken darf, bald nicht mehr in der Sommerpause. Du weißt ja gar nicht, wann das Video kommt, aber wahrscheinlich hast du recht, das kommt vorher. Egal, ich werde das wahrscheinlich schneller machen, weil das ist so absurd, das muss man einfach gesehen haben. Ja, eben, das muss unbedingt so schnell wie möglich an die Öffentlichkeit geraten. Ich danke nochmal fürs Zusehen, wenn ihr wollt. Tobt euch mal auf meinem Kanal auf, da ist eine Menge Retro-Kram und auch eine Menge absurden Scheiß, wie das hier auch. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ich sag mal, wir sind jetzt raus und machen uns trocken. Vor Lachen. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.